Immer wieder neue Wege gehen, alte Formen hinterfragen und offen sein für unerwartete Impulse, das war auch der Antrieb für den Musiker Reinhard Flatischler, als er der Urkraft des Rhythmus nachspürte und seine Taketiner Rhythmuspädagogik entwickelte. Auch hier könnte ich spüren, wie viel Aktivität ist drin, wie viel lasse ich geschehen, wie viel lasse ich wie von selbst von der Stimme rauskommen. Und führt sie mal ganz frei. Erste Phase, frei führen. Und bitte schaut, ich durch die Überlastung dieses Gehirns, weil man kann nicht eine Bewegung machen, rationell, zugleich eine zweite, die ganz anders ist, auch rationell machen. Das heißt, man kann verstehen, wo das ist, aber der Körper macht es nicht. Das heißt, über den Körper wird jetzt der Geist rauskatapultiert aus seinem engen Schachtel, da, in dem er sich dreht, und plötzlich entsteht Raum. Das intuitive Finden von Rhythmus, sondern sich der Zustand tiefster Entspannung und einer ganz großen mentalen Offenheit. Durch gleichzeitiges Singen, Klatschen und Tanzen oder aktives Tun und passives Geschehen lassen ist der Verstand überfordert und muss loslassen. So kann sich der Raum der Intuition öffnen, der immer nur in der Gegenwart zu erfahren ist. Je mehr dazukommt, umso leerer wird's. Das ist sehr eigenartig. Das Herausfallen ist ein spannender Prozess, weil du ja immer etwas machen willst. Du willst ja das etwas erreichen. Und mit der Zeit lässt du es einfach geschehen. Du siehst, es ist geschehen. Und dann nachher freust du dich eigentlich darüber, dass du eigentlich rausgefallen bist und dass du die Möglichkeit hast, wieder einzusteigen. Es ist nicht immer so einfach, weil der Ego will ja, dass du gut bist, dass du ja immer dabei bist. Aber vielleicht dieses Loslassen können ist die gute Übung da. Ich glaube, wenn man Raum ausdehnt, was ja Intelligenz ist. Ich glaube, man kann Raum ausdehnen, das habe ich gemerkt. Wir arbeiten ja hier nicht nur mit Körperbewegungen, sondern ganz, ganz oft, wenn ich die Möglichkeit des Raums ausdehne in mir, fallen ganz viele Menschen im Taketiner in einen Zustand, den sie sonst nicht kennen. Dann passiert es manchmal, dass Themen, die mich im Leben beschäftigen, dass die auf einmal auftauchen und ich die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen kann oder in einem größeren Zusammenhang betrachten kann. In der Intuition kommen vielleicht manchmal auch Impulse, Gedanken, Empfindungen, die dich selbst erstaunen. Und ich glaube, das Staunen können, also den Raum zu öffnen, dass man auch selber staunen kann, auch die Neugierde auf das, was man nicht weiß, ist ganz wichtig. Intuition ist eine individuelle Erfahrung. Sie lässt sich mit keiner Methode erzwingen. Es geht darum, wieder in Beziehung zu kommen mit sich selbst und dem Fluss des Lebens.